Aufnehmen. Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Odins 4 in einer neuen Aufnahmesession, wie man am Titelbildschirm erkennen kann. Ja, wo waren wir? Laden wir mal den Spielstand, Dateien und 2. Ja, ich denke mal 2 Uhr noch was wird das Richtige sein. Ich wollte einfach das Logo nochmal sehen, deswegen. Und das hier, ja, weil wir ja in einer neuen Aufnahmesession sind. Nehmen wir erstmal die Katze. Komm her, Katze. Komm her, Katze. Komm her, Katze. Ach, nehmen wir jetzt einfach mal das Buch. Und lesen Walküre weiter. Wir wollen wissen, wie es mit Glenduin und den anderen weitergeht. Ja, da rennt sie wieder. Oh nein, wir waren ja auf einem Eisberg. Stimmt, waren wir in einem Basar? Ja, wir waren in einem Basar. Wir haben kaum Leben. Was zum Heilen? Ich möchte nicht so viel Leben verschwenden. Wir haben sehr viel. Hat viel gebracht, aber wenigstens habe ich jetzt nicht. Buschwolzer. Rosmarin, Mangokern, Schlemmering. Wenn ich hier Schützling mache, wird daraus garantiert was Besseres, aber... Ah, das ist Karte, wohin wollen wir denn eigentlich? Nein. Dahin wollen wir erstmal noch nicht. Wir werden jetzt erstmal in die andere Richtung gehen. Abschnitt wechseln. Ah, stimmt, wir waren jetzt dieser bescheuerten Ausgang. Ein Schneemann! Ach stimmt, ja. Fußzonen! Hätte ich beinahe vergessen. Ich bin noch nicht ganz wieder drin. Das ist schon eine Weile her. Ein paar Tage, seit ich das Spiel gespielt habe. Zum ersten Mal. Wie die gleitet, finde ich toll. Ein Rubli. Ein Rubli. Nehmen wir die 20er. Da nehmen wir noch ein bisschen Fusionen. Wo ist denn das Rubli? Ach, da. Stufe erhöht. Genau das können wir brauchen. So, Wärmetrank, nehmen wir. Da übernehmen wir das. Ich denke mal. So. Erstmal Buschwolzer. Und Mango. Ja.
Da, wir nehmen Schaden ohne Ende. Ha, ein Apfel, klar. Das, ey, diese Eislandschaft macht mich krank. Und damit meine ich die Grippe. Hab keinen Bock auf die. Ich habe auch mich ein bisschen schlau gemacht, um eine höhere Punktwertung zu erzielen. Es ist eigentlich wichtiger, sich nicht vom Gegner treffen zu lassen, anstatt ihn schnell zu erledigen. Ach du Scheiße, Schafe! Boah, das kommt jetzt gerade recht. Hammelachse! Bringt 100 FP und 50 EP. Lecker. Mäh! Was? Noch mehr! Hammel. Beim nächsten Mangokern sind wir dann, ja, ich habe gelernt, wie man die Kisten schneller aufgeräumt. Sind denn meine Taschen voll? Ach, die Hammelhaxe! Cool. Da kann man doch ein bisschen was abbeißen. Haha, cool. Mangokern. Schlemmerring. So, da ich jetzt den Schlemmerring ausgerüstet habe, probiere ich jetzt einfach mal. Ja. So. Da ist inzwischen ein Gegner mit. Den probieren wir. Oder kaufen wir erst beim Bazar ein. Ja, ach so, mindestens einer von denen. Ich dachte schon wieder einer von diesen. So, jetzt haben wir es geschafft. Das habe ich vor. 15 haben wir. Mangokern, Traubenkern, Käse, Milch. Stellt 100 LP wieder her und bringt 42 LP. Material, Kämmer, Wärmetrank, Kämmer, kleine Tasche, 5 Gegenstände, Talisman, physischer Gegenstand. Das ist so teuer! Frosch-Amulett? Verhindert Status, Veränderung, Frosch? Frosch? Okay. Ach, nehmen wir einmal mit. Thank you.
So, nehme ich genommen. Laufen wir hier mal durch. Nein. Bin ich dahin? Nee, da sind wir noch zu schwach. Endgegner zuerst erledigen sind allerdings auch ein bisschen töricht, aber machen wir es einfach. Oh Mann, Leute, ich brauche dann wirklich, ich muss Geld sammeln für alles da. Wichtig in diesem Spiel, in diesem Level. Na, wo bist du? Bist du? Da. Hab dich. Okay, gucken wir mal, was wir für einen Endgegner haben. Den Yeti? Oh Gott. Das ist schon ein bisschen. Wow, ach, einer von den Typen. Ah, genau in einen von den Biestern reingesprungen. Scheiße, hier ist ja kalt. Wo ist denn jetzt unsere Hammelkeule? Viecher. Einmal berührt und schon ist man eingefroren. Abschnitt abgeschlossen. Volle Sohnleiste aufgefüllt. Yeah, die Lumpe. Stangenanhänger. Knochen. Lautere Feinde hier zu schmettern. Nein.